Wir machen heute in EA FC 24 ein kleines Pack-Experiment. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon ganz viele Player-Picks gemacht, 20 Stück an der Zahl plus mehr Packs. Und wir hoffen, dass wir heute einen Put-Birthday-Spieler ziehen. Wir gehen erstmal einfach direkt mal rein. Scheiß drauf in das Erste. Ja, das ist sehr, sehr beschissen. Wir lassen auf jeden Fall alles durchlaufen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was wir jetzt ziehen. Ich habe sehr, sehr viele Duplikate, deswegen hatet mich einfach nicht. Ich muss noch so viele SBCs machen. Aber wir holen erstmal die High-Rated Picks. Oh, direkt mal in Inform. Aber die zieht man sehr, sehr häufig. Ich weiß nicht, ob ihr die Chance schon mal gezogen habt, aber Informs sind immer wichtig und richtig. So, Carvajal. Boah, ich bin gespannt, ob wir hier 90-Plus-Spieler ziehen können. Bin ich echt mal gespannt. Haben wir Götze mit. Ich habe auf jeden Fall hier letztens Offstream Yaya Touré einfach. Yaya Touré Hero. Diese Evolution Hero, die sich halt weiterentwickelt. Oh, 85. Die habe ich auf jeden Fall auch gezogen. Die ist sehr, sehr strong. Mit dem nächsten Pick. Wir bekommen nur 84er. Das ist richtig beschissen. Richtig beschissen. Aber wir gehen weiter. Wir machen erstmal die Packs auf und dann gucken wir, was so antanzt. Dallmann, okay. Das wird jetzt eher so ein bisschen weniger interessant. Aber ich bin gespannt, was es uns erwartet. Falls ihr mehr FIFA-Content sehen wollt oder mal Ausschnitte oder so, checkt auf jeden Fall meine Livestreams aus. Rau Cancelo Son, das ist wild. 87 ist immer gut. Checkt die Livestreams aus, macht die Glocke an und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mehr Packs sehen wollt. Dann spare ich mal ein paar Packs wieder auf. Ich zocke FIFA eigentlich so nebenbei immer für mich ein bisschen. Finde es auch nicht mehr. Oh, 88er ist auch strong. Ja, FIFA ist nicht mehr so meins seit ein paar Jahren. Ich habe es mir trotzdem immer gekauft, das ist halt immer beschissen. Ihr kennt es, glaube ich. Aber Ultimate Team ist gefühlt schon tot, aber Packs aufmachen und immer noch Bock. Ja. Ich habe auch nicht so viel gespielt. Ich spiele immer ein bisschen Offstream, wenn ich keine anderen Spiele zu spielen habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Seid ihr noch so hart im Reingrinden in das Spiel? Ja, ich nämlich absolut gar nicht mehr. Alvarez, ja, ist auch Arsch. 84er. Ja, das sieht ein bisschen mau aus jetzt, aber wenigstens haben wir ein paar High-Rated gezogen. Oh, ich habe geskippt. Tarini immer den höchsten mitnehmen. Letzten beiden Picks. Komm, knall nochmal. Toni Kroos! Ah, den habe ich schon. Doppelduplikat. Fuck. Aber, ja, den könnte ich in den SBC reinpacken, aber habe ich jetzt aktuell keinen Bock zu. Ich weiß ja, man soll die safen und so. Aber wir gehen hier mit keinem über 90 raus. Wir haben auf jeden Fall einen 88er, 87er und einen Inform. Wir haben 17 Packs. Das sind alles zwei seltene. Da haben wir noch die richtigen Brecher. 86er Packs, 85er, ganz viele 83er, 84er Packs. Wir gehen erstmal mit den schwächsten rein und schauen mal, was so kommt. Ich glaube, die ganzen Sachen kann man ganz gediegen skippen. Okay, Kramaric, das kann man echt komplett knicken. Das sind echt bodenlose Packs. Aber da kann man ja mal einen und anderen guten ziehen. Zwei seltene Goldprofis, die malen wir mal auf und skippen die einfach mal, wenn kein krasses kommt. Italien. Kann man alles knicken. Ja, Jorginho. Kann man auch verkaufen. Ich versuche es einfach mal an Cut hochzuladen hier. Ein bisschen Cut so, ja. Aber sonst. Jetzt fahren wir schon die 81 plus an. Ja, Stones. Ist sehr, sehr wack, aber für Mund. Ah, nee, ist Greenwood, okay, perfekt. Oh. So, 80 mal 5. Da bin ich mal gespannt, was wir hier rauspacken. Es sieht aus wie ein Inform. Von Burmouth. Den habe ich schon. Den habe ich einfach Duplikat. Ich habe ihn schon dreimal gezogen auf Stream. Ne? Er ist so. Habe ich ihn Duplikat? Ne, diesmal nicht. Habe ich schon wieder abgestoßen. Okay, den nehmen wir mit. Pack war auch nicht so krass jetzt, aber wenigstens schon der erste Inform. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. So, nochmal 85er. 5x80. Frankreich. Komm, MAP. ...88 ist okay, aber mehr als SBC-Futter wird die Frau auch nicht. Tut mir leid. Entgegenjumped, jetzt haben wir ganz viele 81-Plus-Packs. Das ist sehr, sehr spannend, nämlich gar nicht. Die skippe ich einfach mal direkt weg. Jetzt kommen wir zu den knusprigen Packs. Jetzt sind es nur noch 83er oder höher. Oder 84er, 85er.
Und die 86er Packs ganz am Ende. Ich bin gespannt. Das hier wird erstmal Bronze oder wie heißt? Nee. Okay, sie wird's. Okay, das sah sehr, sehr golden aus. Aber es war anscheinend 84. Die hat richtig beschissene Werte. 3x83 jetzt. Mal gucken, was hier rein scheppert. Brasilien. Das ist dumm. Das ist beschissen. Es wird Fabinho. Tja, es ist einfach nur richtiger Schmutz. 84er, 85er. So, jetzt die Packs müssen knallen. Wir machen erstmal das 2x84er auf. Und beten in dem einmal Foot Birthday. Wir ziehen jetzt mal Messi. Scheiße. Wir ziehen die Baller. Ja, ja, ist okay, aber für SBC-Futter mehr auch nicht. Wir gehen weiter rein. 5x84er. Da muss das scheppern. Da muss das scheppern. Oh mein Gott, es wird ein Foot Birthday. Frankreich. IV? Lyon? Das ist ein Prank. Das ist ein Prank. Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Ist okay. Danjuma, der ist... Die Werte sind crazy von der Karte. Holy shit. Wir haben jetzt schon den Foot Birthday und die fetten... Oh mein Gott! Nesta Icon? Bro, wo kommst du denn her? Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was ein Pack. Nesta 180k. Okay, ja, es ist okay. Icon und Foot Birthday in einem Pack. Da hab ich schon den Titel. Und jetzt kommen noch die fettesten Packs. So, wir gehen nochmal rein. Back to back, oder was? Oh mein Gott, back to back! Kroatien? Okay, es ist Modric, aber Prank. Raspadori, oh mein Gott! Den habe ich selber schon in der Evolutions gehabt, aber holy shit! Back to back! Icon? Nee. Oh mein Gott! Krank! Alter! So Leute, wenn jetzt back to back Foot Birthday kommt, da bin ich raus. 3x85 plus. Oh mein Gott! Nein! Nein! Ödegaard und? Bashiroto, wer ist das? Wer ist das? Aber dreimal Foot Birthday hintereinander. What the fuck? Okay, seine Karte ist nicht so wild, aber... What? Dreimal hintereinander. So, die letzten beiden Packs, Leute. Bevor ich da wieder ein paar Player-Picks mache. 2x86er. Was denkt ihr, was wir ziehen? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal rein. Let's go. Nochmal Foot Birthday. Nein. Nein. Viermal. Wer kommt? Wer kommt? Danjuma, nein! Wir haben schon wieder Danjuma, ey, Digga, was ist das denn? Oh mein Gott, wieder Danjuma. Den müssen wir jetzt abstoßen oder in eine SPC packen. Ich mache mal ein paar SPCs und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt noch ein paar Packs geballert, habe noch ein paar High-Rated-Spieler eingetauscht und noch zwei 5x84-Plus-Packs gemacht. Wäre krass, wenn wir jetzt wieder da was Krasses ziehen. Diesmal würde ich sagen, wir machen bei den... ganzen Packs hier weiter, bei den besten. Und mal gucken, was wird. Vielleicht ziehen wir nochmal... Ach du Scheiße, ich bin jetzt rausgetappt. Vielleicht ziehen wir den einen oder anderen Foot Birthday-Spieler nochmal. Geht's jetzt rein mit dem ersten Pack und wir ziehen diesmal keinen Foot Birthday-Spieler, aber Haaland, Kappa. Ne, Ödegaard. Ödegaard habe ich eben auch schon abgegeben. Der verfolgt uns. Sie macht sicher Walkout, aber den juckt uns auch actually gar nicht. Wir ziehen die Packs einfach von hier unten. Mal gucken, was wir so kriegen. Da sind nur Goldspieler und nichts anderes drin. Egal welches Rating, das wird auch nur Kacke. Alles bodenlos. So, das nächste Pack. 19 Player. Ja, Spanien, da bin ich auch schon raus. Das ist alles... Ja, okay, Saul oder was das ist. Ja, das ist wirklich Saul. Rein. Jetzt kommen schon die besseren Packs. Mit 27 Leuten drin. Das wird Kobel. Kobel lasse ich auch rauslaufen als Dortmunder. Der muss einmal rauskommen. Und dann bin ich glücklich. Ja, Gregor Kobel. Die Legende. Er ist so strong. Nochmal 27er Pack. Let's go. England. Linker Flügel. Chelsea. Ist das eine Frau? Ne, es ist Sterling. Aber es ist fast dasselbe. Nächste 27er Pack.
heute. Ach, das ist diese 88er, ne? Nee, oder? Doch, diese Frau, die 88er. Ja, die habe ich eben auch schon gezogen, oder? Das ist aber stabil. Jetzt haben wir noch drei richtig dicke Packs und zwei garantierte 84er. Wir gehen jetzt mit dem ersten der drei dicken Packs rein. Italien, Donnarumma vielleicht? Ja. Donnarumma, vielleicht noch was dahinter? Ja, nee, das ist auch wieder beschissen. Wir gehen weiter. Wir haben sogar noch vier Packs. Ich habe nicht eben gesehen. Das sieht aus wie am Inform. Deutschland, LV und Leipzig. Ist es Raum? Strong 87er. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, dass ich jetzt mal ein paar Spiele in Rivals oder so oder ein Freundschaftsspiel nur mit einem Deutschland-Team machen soll. Weil vielleicht kriege ich auch mit den gezogenen Spielern und ein paar gekauften ein geiles deutsches Team zusammen. Und damit gucke ich mal. Ich bin nicht der krasseste, jetzt sage ich mal in FIFA, aber mit dem Team wird bestimmt geil zu zocken sein. Wir gehen weiter. Der nächste Deutsche? Nee. Wer ist es? Angel City FC. Who the fuck is... Okay. So, wir gehen mal rein, links oder rechts. Wir gehen natürlich für rechts. Und es ist kein Football-Spieler. Ich glaube, mein Packtag ist weg. Aber, ach nee, nicht wieder Ødegaard. Fuck, ich dachte, da kommt Haaland. Ich habe noch nie Haaland gezogen, ne? Wir haben nur Duplikate. Das tut so weh. Aber ich... Ja, okay, komm, scheiß drauf. Und wir gehen das letzte Pack für heute. Mal gucken, ob wir es schaffen. Noch ein Food Birthday oder nicht? Es wird kein Food Birthday. Es wird schon wieder Modric. Aber nicht alleine. Mit Martinez. Double Walkout zum Ende. Kann man mal machen. Wir gucken auf jeden Fall mal rein, was dahinter so abgeht. Und dann ist das Video auch schon vorbei. Oh, Kostic. Kostic auch noch gezogen. Aber was ist das für eine Wildcard? Winter Wildcard oder sowas? Ja. Ja, kann man mal machen. Das wär's dann für heute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, ob wir mehr Packs aufmachen sollen und ich ein bisschen Packs sparen soll und ob ich das mit dem Deutschland-Team versuchen soll. In diesem Sinne, ciao und bis bald.